So trüb und nass, wie wir es aktuell haben, war es Anfang der Woche noch netter und darum ist schon Philipp Salzgeber aus Vorarlberg die wunderschöne Fotomontage gelungen von der Fotowebcam am Pizol und man sieht dort schön, wie der Komet Neo weiß über dem Nachthimmel gezogen ist und äh, das Bild ist sogar von der Weltraumorganisation NASA zum Bild des Tages aus Acora Vara und damit herzliche Gratulation an Philipp für die wunderschöne Fotokollage. Ja, heute Nacht hat es noch einmal sehr stark geregnet, auch gestern schon der ganze Tag. Und wir sehen, wie die Füchte Luftmasse über den 22 Grad warmen Bodensee gezogen sind. Und über dem Bodensee ist dann eben durch einen Lake-Effekt noch ein, Zusatz, äh, ein zusätzlicher starker Niederschlag, speziell in der Pfänderregion, über dem Bregenzer Wald und im unteren Rittal entstanden. Und somit hat es an der Wetterstation Bregenz fast schon an die 70 Liter geregnet. Ähnlich auch in Alberschwende, wo ja... Der einen Monat insgesamt schon 100 mm an Regen vom Hallo hat. Der Regen, der wird sich dann aber heute am Nachmittag immer mehr im Berg zurückziehen und es gibt dann über den Bodensee und Rietal verbreitet, äh, spätestens am Abend, sonnige Auflockerungen, während der Sonnenstrahler leer und Temperaturen schaffen sie aber gerade mal auf die 20 Grad. Der Nacht auf morgen Samstag ist es den meist schon klar, aber am Samstag, da die wüchte Luft noch vorhanden ist, bilden sich den bald schon wieder Quellwolken und somit dürften die für alle, die morgen gewandern gehen, und immer wieder einmal ein bisschen Zonen abschatten. Temperaturen, die steigen jetzt langsam wieder ins sommerliche Niveau. Morgen am Samstag schon deutlich spürbar, aber dann noch mehr am Sonntag, da geht es dann wahrscheinlich schon an die 25 oder 26 Grad im Riedtal oder im Wallgau und selbst auf 2000 Meter schaffen es Temperaturen dann schon auf die 13 und Anfang der kommenden Woche auf die 15 Grad an Höchstwerte. Es erwartet also jetzt endlich wieder einmal ein schönes Badewetter und ein Wanderwetter. Und am Montag dürfte es auf jeden Fall noch trocken bleiben. Aber Richtung Dienstag und Mittwoch schaut es dann noch aus, dass es wieder wechselhafter wird, ein Spürli kühler Und äh, somit haben wir diesen unbeständigen Sommertrend 2020. Der dürft sich dann auch noch bis Ende vom Monat Juli zu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, gerne uns doch ein Like und vergesst nicht unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Mein Name ist Lukas Alton und ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Ciao miteinander!